Wir wurden um 4:55 per Notruf kontaktiert, nämlich vom späteren weiblichen Opfer, dass also der Sohn sowohl sie als auch ihren Gatten mit dem Messer bedrohen würde. Wir sind dann sehr rasch zugefahren, waren sehr rasch vor Ort und konnten da aber leider Gottes nur mehr die tote 60-jährige Frau vorfinden. Ebenso haben wir vorgefunden aufgefunden den wirklich sehr, sehr schwer verletzten 70-jährigen Vater des vermeintlichen Täters und auch vorgefunden haben wir den vermeintlichen Täter, den 27-jährigen Sohn, der offenbar sich selbst dann noch Schnittverletzungen durchgesetzt hat und sich letztendlich dann aus Suizidgedanken wahrscheinlich aus dem Dachfenster, das man im Hintergrund hier sieht, gestürzt hat. Wie ist die aktuelle Situation mit dem Sohn? Wo befindet er sich gerade? Ja, sowohl der Vater als auch der Sohn sind wirklich sehr, sehr schwer verletzt. Die wurden dann auch nach der ersten Hilfe, die also Polizei, Rettung und so weiter durchgeführt hat, mittels Rettung in umliegenden Krankenhäuser gebracht, geflogen. Der Zustand beider ist sehr, sehr kritisch. Im Moment sind Notoperationen werden hier durchgeführt. Ja, und so sieht die Situation jetzt aus. Das Landeskriminalamt Niederösterreich, die Mordabteilung und auch die Tatortgruppe führen jetzt Ermittlungen durch. Und hinsichtlich Motiv können wir noch nicht sagen. Das ist jetzt alles Schritte der Kriminalbeamten, das hier herauszufinden, warum es wirklich zu dieser Bluttat gekommen ist. Wenn so etwas passiert, fragt man natürlich auch immer nach der Vorgeschichte. Ist da schon etwas bekannt oder gibt es auch Nachbarn, die etwas mitbekommen haben? Das sind jetzt wirklich Schritte, die das Landeskriminalamt setzen muss, ermitteln muss, ob hier jemand etwas mitbekommen hat. Und das können wir in diesem Moment jetzt noch nicht bekannt geben. Noch eine kurze Nachfrage. Sie haben von Schnittverletzungen gesprochen. Da kann man davon ausgehen, dass die Tatwaffe ein Messer war? Die Tatwaffe ist definitiv ein Messer, ja. Können Sie noch mal kurz zusammenfassen, wie es nun weitergehen wird? Unsere Ermittler führen hier Spurensicherungen durch. Es folgen dann Befragungen in der Familie, Befragungen der Nachbarn, von Freunden und so weiter, um hier ein stimmiges Bild zu erhalten. Das wird dann berichtet und angezeigt der Staatsanwaltschaft Korneuburg, die dann die weiteren Schritte zu treffen hat. Eine kurze Nachfrage hätte ich noch. Gab es noch andere Familienmitglieder, die im Haus gewohnt haben? Das kann ich Ihnen jetzt nicht beantworten. Fakt ist, vorgefunden haben wir die tote Mutter, den wirklich schwer verletzten Vater und eben auch den sehr, sehr schwer verletzten vermeintlichen Täter. Vielen Dank fürs Interview. Ganz genau, liebe Uschi. Man sieht es, glaube ich, auch hier bei den Bildern im Hintergrund. Und ich würde sagen, ich gehe einmal kurz aus der Sicht. Die Spurensicherung bahnt sich da gerade ihren Weg in das Haus. Es ist das blaue Gebäude, was ihr im Hintergrund seht. Das wurde heute in der Früh um 4:45 Uhr, wie es uns der Chefinspektor der niederösterreichischen Polizei Baumgartner gesagt hat, zu einem schlimmen Szenario, eine schlimme Bluttat, die sich hier ereignet hat. Eine Frau, auch das potenzielle Opfer, das danach an den Verletzungen gestorben ist, hat den Notdienst alarmiert, hat gesagt, sie wird von ihrem eigenen Sohn, einem 27-Jährigen, attackiert und ebenso auch ihr Mann. Die Frau ist dann später ihren Verletzungen leider Gottes erlegen. Hier konnte auch der Notarzt nichts mehr ausrichten. Ihr Mann, ein 70-jähriger Vater des mutmaßlichen Täters, war ebenfalls sehr schwer verletzt, als dann die Einsatzkräfte eintrafen und der Sohn, 27-Jährige, hat sich dann versucht, oben durch das Dachfenster selbst zuerst schwere Schnittverletzungen zuzuführen und dann selbst das Leben zu nehmen. Beide, der Vater und auch der Sohn, das hat man uns hier vor Ort gesagt, die befinden sich derzeit in intensiver medizinischer Betreuung im nahegelegenen Spital. Ob die beiden das überleben werden oder nicht, das ist derzeit noch nicht bekannt. Aber die Ärzte kämpfen hier auf jeden Fall um jeden Moment. Und dass es dazu gekommen ist, was die Motive waren, das konnte man an dieser Stelle leider noch nicht sagen. Das muss derzeit ermittelt werden. Auch die Spurensuche, die ist hier noch sehr aktiv im Gange. Und man sieht auch die ganze Straße, wo sich das zugetragen hat, ist hier abgesperrt worden. Es ist eine sehr friedlich wirkende Reihenhaussiedlung, eine Vorstadt, könnte man sagen, sehr friedlich und auch angenehm wirken, dass sich hier so etwas zugetragen hat. Damit hat sicher niemand gerechnet. Und das ist eine schlimme Tat und natürlich auch stellt und wirft viele Fragen auf. Warum ist es dazu gekommen? Warum hat der Sohn, mutmaßliche Täter hier, der Sohn, sich dazu entschlossen, das Messer gegen die eigenen Eltern zu zücken?
Das ist etwas, das uns auch an dieser Stelle natürlich sehr traurig und sprachlos macht. Aber fest steht auf jeden Fall, dass die Mutter gestorben ist und der Vater sich derzeit noch unter intensiver Betreuung im Krankenhaus befindet. Und dass es dieser Vorfall innerhalb der Familie war, ob es da eine Vorgeschichte gegeben hat. Wir haben auch nachgefragt, ob es andere Familienmitglieder gegeben hat, die sich auch zur Tatzeit im Haus befunden haben und vielleicht versteckt haben oder wie genau es dazu gekommen ist. Das konnte man jetzt im Moment noch nicht sagen. Das ist alles noch Umstand der Ermittlungen.